Noch zwei Applikationen, die wir hier vorstellen möchten. Jürgen Barth war auch im Organisationskomitee, er war auch im Ausstand, als er die Tools bewertet hat. Und ja, Jürgen, ich überlasse dir die Bühne. Ja, vielen Dank. Nach dem ersten Talk des heutigen Nachmittags müssten wir eigentlich unsere App umbenennen in I Can Relax oder Yes, I Can Relax. Zum damaligen Zeitpunkt hieß sie noch Can Relax und heißt heute auch noch so. Es geht darum, dass wir eine App-Intervention entwickelt haben, wo wir Achtsamkeit und Entspannung bei Patienten mit Krebs üben lassen. Und warum diese Can Relax App? Ich hangel mich auch an diesen Fragen entlang, die mir gestellt wurden. Achtsamkeits- und Entspannungsübungen sind eigentlich auch sinnvoll, weil sie können psychische Belastung reduzieren. Aber, und da kommt das Problem rein, regelmäßiges Praktizieren von diesen Übungen ist notwendig. Ja, und regelmäßig heißt in dem Fall eigentlich fast täglich. Wir haben in unserer Studie den Patienten die Rückmeldung gegeben, sie sollen 5-mal die Woche diese App benutzen, um Entspannungsübungen oder Achtsamkeitsübungen zu machen. Und 5-mal ist schon relativ regelmäßig. Und wir brauchen nicht unbedingt einen Therapeuten für diese Übungen, sondern man kann diese Übungen auch selbst durchführen. Und das war eigentlich das Rational, warum wir gesagt haben, das ist doch eigentlich eine sinnvolle Maßnahme, das auch über eine App zu machen, weil die Patienten können dann das mit nach Hause nehmen, haben das zu Hause und können mit ihrer App und den Kopfhörern dann jeweils diese Audio-Files hören. Und wir haben folgende Funktionen, also es gibt drei verschiedene Übungen als Audio-File, eine Achtsamkeitsmeditation, Guided Imagery und progressive Muskelrelaxation mit jeweils einem männlichen und einem weiblichen Sprecher, das ist also wie bei einem Navigationssystem eigentlich auch. Wir haben noch nicht alle möglichen Schweizer Dialekte implementiert, aber das ist unter anderem auch mal noch vielleicht vorgesehen. Wir haben einen wöchentlichen Fragebogen, Distress-Thermometer mit 3 Evaluationsfragen, auch also zur Zufriedenheit von der App, weil wir haben einen großen Zielparameter, nämlich wir wollen überhaupt erstmal herausfinden, nutzen die Menschen das? Ja? Bleiben die dabei? Können wir die wirklich zu dieser regelmäßigen Nutzung bringen? Und Distress-Thermometer ist eine Variante, weil vielleicht, wenn man belastet ist, dann bleibt man auch bei der App dabei, oder wenn ich zu sehr belastet bin, dann höre ich auch vielleicht auf. Das ist ein Indikator möglicherweise. Und die Evaluationsfragen, die beziehen sich eigentlich auf die Funktionalität. Dann haben wir eine Erinnerungsfunktion, also jede Person kann selbst sich einen Reminder setzen, so haben sie heute schon geübt, und bekommt dann eine Message eben auf das Phone. Und wir haben, es wurde schon erwähnt, diese Kompatibilitätsprobleme, wir haben das ganze System für iOS und für Android implementiert. Wir haben das nicht für Windows Phone, weil das nicht unbedingt eine sehr große Franchise ist, gemacht. Also wir haben sozusagen die Hauptmarktführer genommen. Und dann ist noch ein ganz wichtiger Punkt für uns, der uns natürlich sehr interessiert, die Erfassung zur Übezeit mit der App. Und alle Übungen dauern 15 Minuten, und wir haben eine Übung als absolviert eingeschätzt, wenn 10 Minuten geübt wurden. Ja? Und wir haben alle Daten, wann geübt wurde, welche Übung gemacht wurde, wie lange gemacht wurde. Und wir haben also sozusagen mehr Daten, als wir am Anfang eigentlich gedacht haben, und müssen auch jetzt erstmal damit umgehen, weil das ist jetzt auch mal noch ein ganz neues Feld für uns. Wir haben Daten über 10 Wochen jetzt, sehen Sie einfach mal nur die Fragestellung, ob die Menschen das praktizieren, und Sie sehen nach 10 Wochen, 2/3 der Personen in dieser Survival-Analyse sind noch dabei nach 10 Wochen und praktizieren auch, und wie üblich sind Frauen diejenigen, die auch eine bessere Compliance haben, also oben hin ist sozusagen die bessere Compliance und die Männer sind diejenigen, die eine schlechtere Compliance haben. Und nun kommt die große Preisfrage, diejenigen, die schon am Tisch bei uns waren, dürfen jetzt nicht antworten. Wer glaubt denn, dass die jüngeren Patienten häufiger üben? Der soll bitte jetzt mal die Hand strecken. Okay, wer glaubt denn, dass die älteren Patienten häufiger üben?
Ja, genau. Also die Mehrheit hat recht. Es ist tatsächlich so, es ist nicht so, dass die App nur für diejenigen gut funktioniert, für die jüngeren Patienten, die einfach sehr viele Apps drauf haben, sondern vor allem die älteren Patienten. Und ich habe heute gelernt, dass unser ältester Patient jetzt 86 Jahre alt geworden ist. Also wir haben auch wirklich alte Patienten dabei und die sind diejenigen, die auch am meisten üben, weil sie möglicherweise auch am meisten Zeit dafür haben. Das ist eigentlich auch eine ganz simple Erklärung vielleicht. Das sind die Nutzungszahlen über Zeit. Sie sehen hier diejenigen, die über diese 10 Wochen dabei geblieben sind. Da sehen Sie, dass immerhin noch im Median 2-mal die Woche geübt wird nach 10 Wochen. Das ist jetzt nicht überragend, aber 50% der Personen üben 2-mal die Woche. Und man muss dazu sagen, der einzige persönliche Kontakt ist, dass die Patienten bei uns anrufen mit Michael Mikolajek, also dem Doktoranden, ein kurzes telefonisches Interview für 1/4 Stunde machen und ansonsten machen wir gar nichts. Ja? Es gibt nur Reminder und es gibt einmal einen einzigen Fragebogen und der Fragebogen ist nach Woche 4 und hat den Effekt, dass in Woche 5 die Menschen schon wieder mehr üben. Ja? Also schon allein ein simpler Fragebogen hat einen gewissen Treatment-Effekt. Ich kann Ihnen gerne nachher auch noch Daten zu Wirksamkeit und so andere Sachen auch zeigen. Wir sind da vorne an dem Stand. Und ich wurde gefragt, was war denn die Patienten- und Therapeutenbeteiligung an der Entwicklung dieser App? Wir haben Vorstudien gehabt mit Schmerzpatienten, wo ähnliche Übungen eingesetzt wurden und da wurden Interviews und vor allem zur Praktikabilität gemacht. Auch wir sind sehr simpel, wir haben 6 Übungen, wir haben eine Reminder-Funktion, das kann eigentlich auch wirklich jeder bedienen. Das ist wirklich sehr, sehr einfach und das ist eigentlich auch das Ergebnis aus diesen Vorstudien gewesen. Wir machen jetzt auch Interviews mit den Patienten, die bei uns in der Studie sind. Und da gibt es so gewisse Optimierungsmöglichkeiten, wie schon gesagt, also die Anzahl der Übungen ist manchmal gewünscht, wir sollen nicht nur 6 Übungen haben, sondern wir sollten mehr Übungen haben. Manche sagen, ich habe es dann 10-mal gehört und dann wollte ich eigentlich wieder ein neues Audiofile haben, das gab es jetzt aber leider nicht irgendwie. Musik wird manchmal gewünscht, weil Entspannung ist dann auch mit Musik häufig assoziiert, so habe ich das mal gelernt und jetzt möchte ich gerne auch Musik haben. Also das sind so Dinge, die einfach thematisiert werden. Die Erinnerungsfunktion wird sehr gelobt, weil das irgendwie wohl auch ein wirklich wichtiger Teil der App ist. Und Patienten mit viel Erfahrung in Achtsamkeit sind eher die Abbrecher. Das heißt, Patienten, die sehr viel Yoga, Meditationserfahrung haben, die sagen, ich brauche nicht zusätzlich noch diese App, ich kann das eigentlich auch so do it on my own. Interviews mit Therapeuten, die Überweisung von Patienten ist manchmal notwendig, also die Flyer allein hinlegen reicht nicht. Gleichzeitig überwiesene Patienten sind häufig auch diejenigen, die sagen, ich schaue da mal rein und dann breche ich dann eigentlich nach 1 Woche auch wieder ab, weil das ist nicht das, was ich eigentlich wollte. Diejenigen, die über Facebook oder über eine Webseite gekommen sind, sind eigentlich auch diejenigen mit einer sehr hohen Compliance. Das ist auch was Neues, wie wir rekrutieren müssen. Das ist irgendwas ganz neu, eine ganz neue Form. Und ein Interview bei den Therapeuten war auch, irgendwie ist eine App ein Teil der Behandlung oder ist es irgendwie was so ein Standalone-Ding, also so Selbsthilfe, oder muss man dann auch nochmal danach fragen, hast du denn geübt? Also das ist eine bisschen schwierige Sache, ist eine App einfach Selbsthilfe oder ist es eigentlich auch ein Teil der Behandlung? Kritische Momente, will ich ganz ehrlich sein. Der Start war ein kritischer Moment, man hat Geld, man hat irgendwie eine gute Idee, man hat auch die Technik, aber dann kommt so die Frage, ist es denn eigentlich auch ethisch irgendwie alles okay? Also das Ethikvotum muss man erstmal bekommen und da ist natürlich die große Frage, ist es ein Medical Device? Und wir sind kein Medical Device, weil wir keine Rückmeldefunktion haben, die wo direkt eine therapeutische Maßnahme initiiert wird. Und das ist mehr oder weniger auch was sehr, sehr Gutes. Wir können sehr viel Daten tracken, aber haben keine direkte Rückmeldefunktion. Also es hat geklappt. Durchführung, die Implementierung. Wir mussten uns an neue Überweisungswege gewöhnen. Das ist sicherlich auch was. Also die Standardüberweisung über den Onkologen, über was auch andere Dienste sind, funktioniert nicht unbedingt, weil die etablierten Dienste häufig auch eine sehr starke Vormeinung haben und sagen, nein, das möchte ich eigentlich auch meinen Patienten nicht. Ich habe ja selber sowas auch nicht auf meinem Handy, also warum soll ich das überweisen? Und jetzt natürlich ist die Maintenance der App und des Studienteams ein großer Punkt. Wir haben Erfolge, wir können das zeigen, dass es funktioniert.
Und die Maintenance, also wir wollen es jetzt aufrechterhalten, deshalb rekrutieren wir auch weiter. Wir übernehmen praktisch aus unserem eigenen Budget jetzt die Maintenance-Kosten der App, aber das geht natürlich auch nicht für immer. Ja, aber das ist ein großer Punkt. Und die Frage der Wirksamkeit, also ein RCT ist vielleicht notwendig, aber wir müssen auch mal völlig neue Methoden entwickeln, so wie vorher gehört, ITT-Analyse, dass alle Patienten, die überhaupt mal angefangen haben, drin behalten werden, ist vielleicht auch mit in so einer App-Studie schwierig, weil möglicherweise hat der Patient schon durch eine einzige Konsultation ein Problem gelöst, was für ihn sehr wichtig ist, und er braucht gar nicht diese 5 Konsultationen oder so. Das heißt irgendwie, wir müssen über Dose-Response-Relationship in solchen Studien nochmal ganz neu nachdenken. Das ist ein sehr großes Problem, denke ich mal. Okay, vielen Dank. Danke, Jürgen. Wir haben noch Zeit für eine Frage, 2. Keine, alles klar. Dann